Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Bad Blood. Und ja, ich hab's ja gesagt, letzte Folge war eine Hauptmission, jetzt geht's hier weiter. Und ich dachte mir, wachse ich mal wieder an eine Challenge. Ziel sprengen, das kann ja so schwer nicht sein, will ich hoffen. Und ja, so viel ist es ja nicht mehr. Ich glaube, beim South Club fehlen mir noch 4. Hier sind's, glaube ich, noch 6. Yep, ich weiß Bescheid. Und bei den Fixern noch 5 oder so. Irgendwie in der Reihenfolge. Ich glaube, die hatte ich letztens erst, die Mission. Gut, ich muss auch sagen, dass das am selben Tag aufgenommen wurde. Ich dachte nur, durch die Unterbrechung hat sich das vielleicht schon irgendwie normalisiert. Nein, sieht wohl nicht so aus. Die Kiste ist wieder hier irgendwo. Aber die scheint dieses Mal woanders zu liegen. Sieht zumindest so aus. Jetzt versuchen wir noch einfach mal hier durchzugucken. Vielleicht kommen wir ja dran, dieses Mal ohne alles irgendwie aufzuscheuchen. Wäre mal eine nette Abwechslung zum üblichen Chaos. Ich glaube, ich muss wieder Treppe fahren, beziehungsweise Lift fahren, den Aufzug hoch. Komme ich da vielleicht über das Fließband besser hoch? Oh oh. Da linst einer. War nicht so eine gute Idee. Ah, ein paar Headshots reichen aus. Wahnsinn. Ich glaube, gesehen hat mich noch keiner, oder? Wir haben einen Toten. Augen auf. Augen auf beim Eierkauf. Und gute Nacht. So, wo ist die scheiß Kiste jetzt? Oh Gott, die war die ganze Zeit da unten, ehrlich. Das ist doch wieder, also. Tja, da kann's nicht mehr. Gut, dann, warte mal. Klappt das? Der wirft die nämlich mal so beschissen. Ja, reicht vollkommen aus und jetzt flüchtet's. Weg hier. Über das dafür vorgesehene Förderband. Und ich hoffe, mein Auto ist noch da, wenn ich jetzt rausgehe. Dann bin ich hier nämlich ruckzuck weg. Und dann ist das endlich mal eine Mission, wo ich sagen muss, die ist gelungen. Ja, ein scheiß Auto ist weg. Wieso muss das immer verschwinden? Ich verstehe das nicht. Doch, da ist es. Ich habe es nur nicht gesehen. Alles klar. Sorry, Kommando zurück. Zu früh gejammert. Alles gut. Ne, auf jeden Fall ist die da mal ruckzuck vonstatten gegangen, die Mission. Und dann machen wir gleich eventuell eine Schnellreise, je nachdem, wo ich was Interessantes finde. Oh, Alter. Ja, okay. Da wäre ich jetzt nämlich nicht drüber gekommen, so. Sheila, alles fertig. Klasse. Danke, Mystery Man. So besonders war das wohl nicht, die Leistung. Gab's wohl ein paar, die minimal besser waren als ich. So. Ja, von den Fixern können wir uns was suchen, weil da fehlen noch 6. Bei dem einen anderen noch 4. Wo haben wir denn einen Fixer-Auftrag? Das sieht gut aus. Gehen wir doch hin. Mensch, mir graut's nur von den ganzen Fahraufträgen, weil da fehlt, glaube ich, noch... Ich glaube, wir haben gerade mal die Hälfte circa. Also da brauchen wir irgendwie nochmal 15 Stück oder so, um da ans Ziel zu kommen. Aber, boah, geile Karre, her damit. Falsche Zeit, falscher Ort. Falsches Auto, würde ich sagen. Pech gehabt, Kumpel. So. Ja, ich möchte an der Stelle auch mal wieder darauf hinweisen, dass ich auch einen Facebook- und einen Twitter-Account habe. Und auf dem gelegentlich doch mal Updates poste zu neuen Projekten oder wenn mal was nicht so gut gelaufen ist. Und ich bin da auch erreichbar über den Facebook-Chat. Wieso? Oh, ein Fußball. Yippie!
Ich bin besser als Cristiano Ronaldo, glaub mir. So, hier. Mal gucken, wie detailreich das Spiel wirklich ist. Nicht sehr detailreich. Der Fußball geht nicht kaputt. Okay. Nee, also könnt ihr mich ruhig da auch liken, abonnieren, mir folgen. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr mir so direkt stellen wollt, so privat und so, so unter vier Augen oder unter 20 Fingern, wie auch immer man das im Chat nennen will, dann könnt ihr mich über Facebook erreichen. Das Problem bei Nachrichten, bei privaten in YouTube ist einfach, dass die sich nicht abheben. Also wenn ich eine neue bekomme, ich sehe es nicht. Das ist wirklich nur ersichtlich, wenn man wirklich da reinschaut. Schiele, in den Posteingang. Ich werde es jetzt machen. Wir reden, wenn ich fertig bin. Sei schön vorsichtig. Ansonsten kriegt man es nicht mit. Das ist ein bisschen kacke gemacht. Also ich weiß nicht, das haben schon so viele bemängelt, dass da nicht mal was gemacht wird, finde ich eigentlich schade. Klar ist YouTube ist nicht die Plattform, bei der man irgendwie groß chattet und so, aber ein vernünftiges Benachrichtigungssystem, wenn man eine private Nachricht bekommen, sollte doch drin sein, oder? Das ist ja das Blöde. Oh, hier ist wieder keiner. Das heißt, die kommen gleich alle, sobald ich anfange zu hacken. Na, auf jeden Fall, wenn ihr Fragen stellen wollt, die ihr vielleicht nicht hier stellen wollt, dann guckt mal bei Facebook rein. Ich antworte da auch. Bisher haben ja ein paar Leute auch geschrieben da. Dasselbe gilt übrigens für Steam auch. Wobei ich bei Steam auch keine Benachrichtigungen kriege irgendwie, wenn mir da wer was schreibt. Also da muss ich schon online sein, damit das funktioniert. Aber das ist nicht so schlimm. Aber da könnt ihr mir gerne schreiben. Da habe ich schon einige längere Unterhaltungen geführt. Also ich bin da auch sehr, sehr empfänglich dafür, sage ich jetzt mal. Und ich antworte dann auch. Also nicht, dass ihr denkt, eure Nachrichten gehen irgendwie unter oder so. Da lösen sich in Luft auf, so wie der Typ. Also da wird auf jeden Fall geantwortet. Und ja. Ich hoffe, es werden noch mehr in Anspruch nehmen. Und wie gesagt, ich versuche zwar möglichst alle irgendwelche... Oh, scheiße! Alle möglichen Neuerungen natürlich auch über die Kanal-Info-Seite zu kommunizieren, aber über Facebook, Twitter ist es halt oft einfacher. Und wenn mich da jemand abonniert hat oder mir folgt, dann ist es auch für denjenigen viel, viel leichter zu finden, als immer wieder auf diese blöde Infoseite zu gehen. Ich will natürlich niemandem aufreden, ne? Oder aufschwatzen. Wer kein Twitter und kein Facebook hat, brauchen sie jetzt wegen mir nicht extra einen Account machen. Aber wenn ihr das eh schon habt, dann wäre das natürlich eine tolle Idee, mir da ebenfalls die Treue zu schwören. Und dann kann man sich ja gern mal ein bisschen unterhalten oder so. Ne, auch wenn ich mal unterwegs bin und Zeit habe. Ich habe ja ein internetfähiges Smartphone, wie es so ziemlich jeder hat mittlerweile. Und da gucke ich auch, wenn ich Zeit finde, sofort drauf und schreibe dann auch. Natürlich, also die meisten Anmerkungen, denke ich, finden besser Platz in der Kommentarleiste unter dem Video. Aber es gibt bestimmt gewisse Dinge, die da vielleicht nicht hinpassen oder keine Ahnung. Das müsste jeder für sich selber wissen, ob er meint, dass das öffentlich da reinpasst oder nicht. Genau, so. Und damit ihr nicht lange suchen müsst, habe ich die ganzen tollen Links hier zu Twitter und Facebook natürlich auch unten in der Beschreibung drin, unter jedem Video. Also Ausrede von wegen, ich finde dich nicht, die zieht nicht. Ihr müsst mich einfach finden, das geht nicht anders. Das ist wirklich idiotensicher. Deswegen, ja, überlegt's euch, wer es nicht eh schon getan hat. Und ich werde hier langsam echt in brenzlige Situationen gebracht. Wird echt Zeit, dass das endlich mal abschließt, der Download. Mein Gott, mach jetzt!
Aua! Download beendet, okay, weg hier. Da die Granate explodiert ist und das so ewig gedauert hat, war bestimmt die Firewall online. Versteht da? Feuer, Download, Firewall. Uiuiui. Da haben wir wieder ganz tief in die Schublade gegriffen mit schlechten Gags. Aber die darf auch nicht einstauben, muss man immer wieder reinschauen. Ich nehme an, dir geht's gut? Ja, mir geht's bestens. Keine Sorge, Sheila. Mir geht's bestens, T-Bone auch. Was will man mehr? So, jetzt sind wir wieder eben. Was nehmen wir denn? Zielperson niederschlagen. Ich hasse die Dinger eigentlich. Nochmal Datei runterladen, dieses Mal aber als Challenge. Machen wir das doch. Vielleicht klappt es ja dieses Mal besser, weil ich schon so ein bisschen geübt bin. Wobei das ja eigentlich nichts heißt. Wahnsinn, ich glaube, das war die erste Person, die ich anremple, die sagt, oh, mein Fehler. Alle anderen sagen, ja, bist du blöd, pass mal auf, Arschloch, fick dich, keine Ahnung. Finde ich immer nicht sehr nett. Es gibt auch noch nette Menschen in Chicago. Das erfreut mich sehr. Boah, Drecks Feuerwehrauto, Mensch, wie langsam fährst du über die Kreuzung? Bisschen mehr Tempo würde dir nicht schaden. Mach halt das Martinshorn an, dann geht das. So. Nein! Halt! Übers Ziel hinausgeschossen, wie so oft. Kriegen wir hin, Mission starten. Jetzt. Im Chicago South Club Drama. Ein Chef der Pawnee-Miliz hat Drohungen ausgespuckt. Aber getan hat er noch nichts. Hast du einen Namen? Er nennt sich wohl Hugo. Hugo? Hm? Alter. Ich kannte mal so einen. Hatte eine fette Hasenscharte. Außerdem fehlten ihm Zähne. Man konnte sein verdammtes Zäpfchen sehen, obwohl er den Mund zu hatte. Über was reden wir hier eigentlich? Du willst, dass ich Neils Crew angreife und er Hugo beschuldigt? Genau. Also reden wir doch über dasselbe. Ja, ist ja alles logisch. Das Lustige ist ja, Hugo wurde laut vorigen Infos schon exekutiert und was weiß ich alles. Und jetzt haben wir wieder mit ihm zu tun. Also irgendwie hört der Spaß dann doch irgendwann mal auf. Das ergibt alles null Sinn, was wir hier machen. Aber wir machen es trotzdem. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Toter. Noch nie gesehen. Scheiße, Deckung. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Toten können wir eh schon vergessen. Dann schalten wir die jetzt so nacheinander alle aus. Mal wieder ein bisschen von den Viagra-Pillen. So. Nein. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand elegant in der Wand. Yep. Da ist der Computer. Okay, das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Preisfrage. Wie viele Elefanten braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Einen. Nur einen. Aber du brauchst sehr viele Glühbirnen. Haha. Der war toll, oder? Oder mein absoluter Favorit bei Anti-Witzen ist immer noch. Treffen sich zwei. Einer kommt nicht. Ja, das war's. Witz ist vorbei. Weil die zwei können sich ja nicht treffen, wenn einer nicht kommt. Naja, wenn man Witze erklärt, sind sie nicht mehr so lustig, ne? Ich hab's trotzdem gemacht. Oh komm, Junge. Das ist schon ein bisschen deprimierend, ne? Also hier dieses
quietsch, quietsch, quietsch und ewig runterladen, Scheiß, das ist echt. Wenn da wirklich die Gefahr bestehen würde, dass man entdeckt wird. Na, aber das ist einfach nur sinnloses Warten. Weil wenn man da die richtige Pose gefunden hat, dann sehen die einen eh nicht. Aber ist okay. Geht auch vorbei, sage ich immer. So. Dop-di-do. Boah, der Karre ist echt geil. Flucht erfolgreich. Yippie. Meine Informanten sagen, dass Neil den Angriff Hugo zuschreibt. Mission erledigt. Das höre ich doch gerne. Ich will nur sicher gehen, dass das unvermeidbare Finale intern bleibt. Ich will das nicht auf der Straße haben. Ach ja, und ich will auch nicht hören, dass du Zivilisten ins Kreuzfeuer bringst. Haben wir uns verstanden? Sorg dich nicht um mich. Ich habe das unter Kontrolle. Ja, ja, wie immer, alles unter Kontrolle. So. Was haben wir denn als nächstes hier? Ne, das haben wir ja gerade gemacht. Straßenschläger, Zielperson, Fixer. Dann nehmen wir die Schnellreise direkt dahin. Zielperson unentdeckt niederschlagen. Ja, das kann ich. Zumindest das Niederschlagen, das geht meistens. Aber das unentdeckt könnte ein Problem darstellen. Aber wir kriegen das hin, Mensch. Yay. Motivation. Tschakka. Ne, ernsthaft, das schaffen wir. Jetzt brauche ich nur noch ein Auto. Gott segne die roten Ampeln. Günstigeres Timing hätte es nicht geben können. Der wollte gerade anfahren und dann wird die Ampel rot. Ha. Was hält sich auch an die Verkehrsregeln? Selbst schuld. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City crashen. Nee. So, dale. Gleich sind wir da. Ich hab's gleich, glaube ich. Ich versuche auch in dieser Folge nicht mehr zu singen. Tut mir leid. Es kommt immer so aus mir raus. Gerade dieses Lied irgendwie total bescheuert, aber das ist halt trotzdem irgendwann mal hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr, war das fettes Brot? Kann das sein? Ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik, aber gut. Man schnappt ja so einiges auf. Das ist auch schon uraltes Lied. So, Bestimmungsort erreichen. Oh, ein Parkhaus. Mystery Man, es gibt einige Bewegungen an der Fixerfront. Ich bin die Penner echt leid. Echt jetzt? Da sind wir uns einig. Echt jetzt, Junge. Eine Idee, wie wir sie schlagen können? Gar nicht. Das ist keine Gruppe, nur ein Beruf. Solange man Geld verdienen kann, wird es Fixer geben. Am besten schnappt man sich die Zelle, die einen Job macht, und sorgt dafür, dass es sich nicht mehr lohnt. Und dann kannst du nur hoffen, dass niemand ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Also, so eine Zelle habe ich für dich. Die Typen haben Leute aus dem Management angegriffen. Leute mit Sicherheitsverbindungen zu Firmenkonten. Diebe? Mörder. Es gibt Tote. Ich weiß, wer dabei ist, aber ich kann nichts machen. Jetzt kommt dein Part. Warte, das kam von da drüben. Gott, das sind aber echt wenige Personen. Beziehungsweise Leute, die da rumlaufen. Bin mal gespannt, ob es das wirklich schon war. Das ist ja wirklich easy peasy. Jawohl, ich sag schon wieder easy peasy. Das wollte ich eigentlich auch nicht mehr. Oh, schickeres Auto, her damit. Ah, die war jetzt wirklich ein Witz, oder? Drei Gegner auf einer Mini-Etage vom Parkhaus und das war's? Das war fast schon zu einfach. Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. Da habe ich mir echt mehr erhofft. Weg. Danke. Yep. Ist erledigt. Waren das schon alle? Nein. Und es scheint nicht mehr nur ums Geld zu gehen. Wir konnten zwei Opfer in Verbindung bringen. Es waren Cousins. Mist. Da
Das klingt nach gezielten Anschlägen. Das denke ich auch. Ich grabe weiter und erzähl dir, was ich finde. Dann grab mal weiter. Und wir machen weiter. Und zwar... Enemenemu. Und die glückliche Mission... bist du. Na? Also die mit dem Sprengen haben wir schon gemacht. Die will ich jetzt nicht zweimal in einer Folge machen. Oder beziehungsweise dreimal in zwei Folgen wäre das ja dann schon. Das lassen wir bleiben. Aber eine Mission geht auf jeden Fall... Ach, da steht ein Auto. Ich wollte mal jetzt gerade eins rufen. Die gerufenen sind natürlich in der Regel besser, weil man nimmt sich da natürlich nicht das Schrottauto. Aber die Dinger fahren auch. Und da ich jetzt viel zu faul bin, irgendwelche Tasten zu drücken, fahren wir einfach mit dem. Ja. Das sind bestimmt 4 oder 5 Tasten, die ich nacheinander bedienen muss. Das ist schwer. Faulheit siegt. Mann, die hier crasht ohne mich, das darf aber nicht sein. Ich bin hier der Crashmaster. Der Party-Crasher, der Crash Bandicoot. Nein! Ehrlich! Online-Auftrag. Der Witz ist ja, ich weiß, wer es ist. So auffällig, wie der da wegrast. Kann's ja nur er sein. Wo hat er das Auto geparkt? Was denn? Weg. Da ist das Auto. So ein Frechdachs. So, wo könnte er sein? Er ist doch bestimmt irgendwo nach da oben gerannt. Fällt uns einer auf, der neugierig rumlinst? Hm. Echt hier? Will er mich verarschen? Oh, ich hasse solche Missionen, ohne Witz. Brauche einen besseren Überblick. Der packt mich, ich sag's euch, ich glaube nicht, dass ich den noch schaffe. Muss hier sein. Irgendwo hier. Ich wette, der ist da an dem Vorsprung irgendwo. Oder da? Nö, hier sind nur Rasenmäher. Scheiße, wo bist du? Wenn ich das nur wüsste, ne? Irgendwie muss der sich doch auffällig verhalten. Oder er ist eins in den von in eins von den Autos rein. Nee. Nee, vergiss, er hat mich, glaube ich. Da wäre er gewesen, ja, toll. Gibt's doch gar nicht, scheiße. Puh. Nein, ich will jetzt kein Tutorial ansehen. Ich mach die Mission jetzt trotzdem. Das ärgert mich jetzt. Hat mich jetzt wieder einer von Blooms Spionen erwischt, wie ich irgendwas Blödes gemacht habe. Das kann nämlich sein.
Da sind die dann direkt drauf und dran, das irgendwie zu melden. Und dann steht man auf der Fahndungsliste und dann kommt ruckzuck ein Spieler ins Spiel rein. Bisschen doof. Naja. Was soll's. Vor allem so auffällig. Ich hätte ihn einfach nur schneller verfolgen müssen. Ich habe zu langsam reagiert. Und dann war er schon die halbe Straße runter, bis ich's gemerkt habe. Ach ja, so, hacken, ja, ja, ohne jemanden zu töten. Kann ich, vielleicht. So, dann wollen wir nochmal. Zeit zum Saubermachen, Mystery Man. Yep. Ich werde besonders pingelig sein. Yep. So, Kamera, wo bist du? Selbst hier muss es irgendwo eine Kamera geben, hier sind überall Kameras. Auch in Pawnee. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass hier keine Kamera ist. Komm, lügt mich nicht an. Da ist er. Huch. Ach, die Person muss ich gleich mit niederschlagen. Das ist ja praktisch. Muss doch irgendwo eine Kamera sein. Gibt's doch gar nicht. Ich gucke jetzt vorsichtshalber aber erstmal hier, ob nicht da event... Da ist eine Kamera. Da ist er. Alles klar, wir haben unsere Niederschlagspersonen. Gott, ist das ein dummes Wort, das gibt's gar nicht. Wow. Da vorne. So, den haben wir umgehauen. Beziehungsweise umgeschossen. So, schnell weg. Numero uno. Und jetzt noch einen da drüben. Da komme ich jetzt einfach irgendwie vom Wasser her. Hilft ja nichts, wenn er hier so rumbackt. So. Nein, die habe ich gesehen. Scheiße. Weg, weg, weg. Cam, komm. Nicht mit mir, Freunde. Dafür ging das jetzt umso besser. So scheiße, wie die anderen waren wieder. Alles kein Problem. Was? Verfolgen? Verarschen oder was? Wieso fährt denn der weg? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Warum? Hm. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Naja, den kriegt man auch noch irgendwie. Oh, oh, oh. Ich soll ihn fangen, nicht über den Haufen fahren, verdammte Kacke. Na komm, hab dich. Und tschüss. Das soll wohl ein Witz sein. Alter, wieder hier ausrutscht. Total unbeholfen, genau wie ich eben bin. Sofort! Bitte tu mir nicht! So, raus aus dem Zielgebiet und dann haben wir es geschafft. Tschu! Das war richtig spannend gemacht, hä? Das hätte er wohl gerne. Hast du irgendwas Nützliches gefunden? Ich gebe nichts zu. Ganz tolle Arbeit. Sehr gut. Das war's dann auch wieder für heute. Wie gesagt, bewerten, kommentieren und teilen würde mich sehr freuen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis denn. Ciao, Leute.